Hallo liebe Weltallkinder, ich dachte, ich mache heute mal so ein Video, wo ich so darüber rede, was so meine Träume im Verlauf meines Lebens waren und was sie momentan sind. Mein Kopf geht schon ein bisschen besser. Also zeitweise war meine Konzentration echt kacke. Ich habe das so ein bisschen unterschätzt. Aber mittlerweile ist es schon besser. Auf jeden Fall war es nämlich so, dass mir irgendwie mein Leben lang irgendwie gesagt wurde, wie unrealistisch alles ist, was ich will. Ich soll nicht so viel träumen. Und keine Ahnung, es hat mir irgendwie überhaupt nicht gut getan. Also ich habe das so oft in meinem Leben gehört. Und es hat dazu geführt, dass ich mich dann irgendwie immer kleiner gemacht habe. Ich habe mich immer weniger getraut. Und dadurch blieben die Ideen tatsächlich nur Ideen, anstatt dass ich sie halt wirklich umgesetzt habe. Weil so als Kind war ich halt einfach, ich habe einfach gemacht. Ich habe mich einfach getraut, ich habe irgendwelchen Blödsinn gemacht. Ich, keine Ahnung, war ziemlich wild unterwegs. Und je älter ich wurde, umso weniger habe ich mich dann getraut. Und irgendwann kam dann halt so richtig so schon so eine Angst vor Entscheidungen. Und so dieses komplette Verkopftsein, wie mache ich das jetzt in meiner Zukunft, wie mache ich dieses und jenes. Und keine Ahnung, ich finde, man braucht halt auf jeden Fall auch diesen Anteil mit dieser Fantasie, egal wie realistisch das ist. Ich finde, das braucht einfach so einen gewissen Raum. Weil wenn man das so, keine Ahnung, komplett unterdrückt, tut es einem nicht gut. Und weiß nicht, also. Bei mir ist es so, dass irgendwie das Rumträumen und die Fantasie auch irgendwie so voll die heilsame Wirkung auf mich hat. Und ich daraus halt auch so voll viel Inspiration so für meine Kreativität schöpfe. Also das Rumträumen und das Nichtstun kann auch zum Tun führen. Genau, und deshalb wollte ich so alles Mögliche durchgehen. Ich weiß noch, das Erste, was ich so beruflich werden wollte, war, glaube ich, Archäologin. Weil ich mich als Kind so für Dinos interessiert habe und fürs alte Ägypten. Und ich gerne im Dreck rumgebuddelt habe. Mir wurde dann aber von meinen Eltern gesagt, dass ich ja dann den ganzen Tag in der Sonne bin und sie dann voll auf meinen Kopf knallt und dass das irgendwie scheiße wäre. Deshalb hatte ich dann beschlossen, Sängerin zu werden. Da wurde mir dann aber irgendwann auch klar, dass das Kacke ist, die ganze Zeit, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht und das irgendwie nicht selber irgendwie managen kann, wann stehe ich in der Öffentlichkeit und wann nicht. Und ich habe irgendwann festgestellt, okay, ich kann zwar Noten singen, aber ich klinge jetzt nicht wie, keine Ahnung, wie Captain Peng. Also für einen Chor oder so reicht's aus, aber that's it. Dann wollte ich, glaube ich, eine Zeit lang auch Zauberin werden. Weil ich irgendwie auch so gern Zaubertricks gemacht habe. Aber dann war es halt so, irgendwie in der Schule, da waren halt auch so ein paar Mädels und dann dachte ich so, ich gründe mit denen so einen Zauberclub, aber dann haben die mich im Prinzip nur verarscht. Die dachten irgendwie, ich würde denen irgendwie alles Mögliche glauben und wäre voll dumm und naiv. Und ich habe dann teilweise auch so gemacht, was die mir gesagt haben, aber es war halt irgendwie nur, weil ich hatte halt gehofft, irgendwie, keine Ahnung, Freunde zu haben. Aber irgendwie, keine Ahnung, fand ich richtig scheiße, wie die mich behandelt haben. Was soll ich denn als nächstes werden? Ich überlege gerade. Genau, irgendwann kam der Wunsch, Künstlerin zu werden. Und da habe ich dann auch erstmal von meinen Eltern. Ja, gehört, wie unrealistisch das ist. Weiß nicht, also, dass ich weniger zeichnen soll und keine Ahnung. Aber ich finde, weiß nicht, das ist eigentlich eins der Sachen, die ich so am besten kann, würde ich mal behaupten. Und ich finde, wenn man so sieht, ein Kind kann irgendwas, wieso fördert man das dann nicht? Also. Nur weil es halt nicht das ist, was man irgendwie selber will, was das Kind macht. Das ist eigentlich dann voll traurig. Oder was man sich selber nicht getraut hat, vielleicht sogar. Genau, dann kam, glaube
eine Phase, da habe ich überlegt, Journalistin zu werden. Also ich habe dann irgendwie versucht, realistischer zu sein, so wie meine Eltern mir versucht haben, das beizubringen. Und habe dann auch mal so ein Praktikum bei der Zeitung gemacht. Es war lustig, als ich dann beim Chefredakteur den auf einen Rechtschreibfehler hingewiesen habe. Und den anderen so, den Mitarbeitern, so Verbesserungsvorschläge gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das so im Nachhinein vielleicht ein bisschen überheblich kam. Aber der Punkt ist, wenn mir sowas auffällt, dann habe ich immer so den Drang, das so auszusprechen. Wenn ich sehe, dass die irgendwas vermurksen oder keine Ahnung. Aber irgendwie hat es mir nicht komplett zugesagt. Also irgendwie. Ich finde Journalismus an sich interessant, aber irgendwie. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Und mir war das ein Tick zu wenig kreativ. Ich mochte daran, dass ich dann zwar. Ich war so up to date wie noch nie, als ich bei der Zeitung da das Praktikum gemacht habe. Aber. Weiß nicht, war es irgendwie auch so, die hatten dann so einen Anruf von Politiker bekommen. Der wollte dann, dass irgendwas von dem gedruckt wurde, sind sie aber nicht drauf eingegangen, aber ich frage mich auch tatsächlich, wie oft so eine Zeitung solche Anrufe oder E-Mails oder keine Ahnung bekommt, weil das war jetzt so eine ganz kleine Tageszeitung. Wie ist es dann erst bei großen Zeitungen? Aber ich muss anmerken, ich finde toll jetzt bei dem Beispiel Julian Assange, dass sich jetzt einige Medien auch mehr trauen. Also auch mal mehr Kontra zu geben. Ich glaube, viele Medien haben tatsächlich. Ja, das ist vielleicht so eine indirekte Kontrolle. Was halt auch Finanzen und so weiter angeht. Aber ja. Dann hatte ich überlegt, ob ich irgendwas mache in Richtung Einrichtung. Irgendwie Deko-Design, irgendwie sowas, aber irgendwie. Hatte ich dafür halt zu wenig allgemein auch mit Holz rumgewerkelt. Also so als Kind, ich habe schon mit Holz gearbeitet. Und so in meiner frühen Kindheit war ich darin eigentlich überdurchschnittlich gut. Aber irgendwann, dann kam halt die Trennung meiner Eltern und dann habe ich sowas halt überhaupt nicht mehr gemacht. Also als Kind habe ich zum Beispiel auch mal, keine Ahnung, einen Metalldetektor selber gebaut oder ein Radio zusammengelötet. Aber ja, irgendwann habe ich, keine Ahnung, gar nichts mehr halt in die Richtung gemacht und dadurch ist das alles flöten gegangen. Genau. Dann hatte ich eine ziemlich krasse depressive Phase. Also es war immer unterschiedlich so in meiner Pubertät, wie stark die Depressionen waren. Aber dann hatte ich irgendwie gar keinen Plan mehr, was ich machen soll. Und dann kam es schließlich dazu, dass ich irgendwann so gedacht habe, fuck it. Also, es ist jetzt eh schon voll viel falsch gelaufen, das ist Bewertung, egal. Ich mache jetzt einfach das, was ich mag, weil ich will mich nicht noch unglücklicher machen, wie ich eh schon bin. Und keine Ahnung, dann habe ich so überlegt, okay, ich tue vielleicht Kunst studieren. Wo ich dann aber abgelehnt wurde. Aber ich weiß nicht. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, entweder bewerbe ich mich jetzt nochmal, aber ich bin ein bisschen vom Zeitplan hinterher. Oder ich versuche halt wirklich ohne Studium alles irgendwie selber auf die Beine zu kriegen. Mein Problem ist halt nur, wenn ich das so Sachen alleine manage, dass ich die dann halt irgendwie alle nur zur Hälfte anfangen und dann die irgendwie nicht fertig werden. Deswegen würde ich gerne auch irgendwie mit Freunden irgendwie irgendwas zusammenschließen, aber das weiß ich noch nicht genau. Genau, und genau, wovon träume ich noch? Ich habe auch irgendwie so einen Traum, allgemein mal ein Buch zu schreiben. Also mein Bruder hat mir zum Beispiel auch schon öfters gesagt, dass ich unbedingt meine Biografie schreiben soll, weil mein Leben ist relativ ungewöhnlich, relativ chaotisch, bisschen bescheuert. Keine Ahnung, ja. Und schreiben macht mir eh Spaß. Aber
Ja, also ich habe da so verschiedene Sachen schon so ein bisschen angefangen, aber mehr auch nicht. Also, keine Ahnung. Dann kam vor einiger Zeit auch in den Kopf, so mit Meditation oder sowas Geld zu verdienen. Und weiß nicht, am liebsten hätte ich halt irgendwie so eine, keine Ahnung, Hippie-Kommune oder so. Wo man halt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie so Selbstversorgung so mäßig leben kann und keine Ahnung, die einen, die kümmern sich um die Kinder, die da sind, die anderen zum Beispiel um so eine gemeinsame Küche. Und es gibt so jede Menge Workshops. Und das ist dann irgendwie so, keine Ahnung, so zusammen funktioniert und irgendwie, dass dann zum Beispiel auch Festivals dort veranstaltet werden und dass man eben in dieser Gemeinschaft leben kann, wenn man sich halt irgendwie einbringt, aber man muss nicht unbedingt Geld oder so einbringen. Also, dass es irgendwie so ein Nehmen und Geben ist, was irgendwie miteinander funktioniert. Und das Festival, da kann man zum Beispiel dann als Besucher hinkommen, wenn man zum Beispiel irgendwas spendet. Zum Beispiel, keine Ahnung, kann sein, dass man zum Beispiel beim Aufbau hilft, irgendwie mit der Deko oder keine Ahnung. Sowas fände ich voll cool. Und ich träume immer noch von meiner Weltreise. Genau, irgendwann in meiner Pubertät kam mir der Wunsch nach einer Weltreise auf. Ich bin aber immer noch am Rumüberlegen, wie ich das mache. Weil zum jetzigen Zeitpunkt traue ich mich noch nicht ganz, das komplett alleine zu machen. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich tatsächlich warten soll auf andere. Weil ich hätte tatsächlich so zwei Personen im Kopf, mit denen ich das vielleicht machen könnte. Aber ich bin auch überlegen, ob ich vielleicht irgendwie alleine anfange und ich kann ja auch Leute treffen während meiner Reise. Und am liebsten würde ich dann so auch alle möglichen spirituellen Meister irgendwie so während meiner Reise treffen. Sodass ich da halt irgendwie auch selber so ein bisschen dran wachs. Ich weiß es noch nicht genau. Ansonsten, genau, ich hoffe, dass mein Kunstprojekt Welt am Maus weiter wächst. Was es damit auf sich hat, also darum geht es um Freiheit. Um Demokratie, also auch Pressefreiheit. Und im Prinzip kann da jeder mitmachen. Also es geht zum Beispiel auch in Form von Satire, in Form von Kunst. Also alles, was irgendwie in irgendeiner Form halt irgendwie ja, kreativ ist, aber irgendwie auch so mit Demokratie zu tun hat. Genau. Und was wünsche ich mir noch? Ich wünsche mir einen Hund. Und eine Katze. Am liebsten beides. Aber mit einer Weltreise ist es halt relativ schwer zu managen. Aber ich denke halt, vielleicht in irgendein paar Jahren oder so. Und ich habe immer auch von so einem Baumhaus geträumt. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, in einem Baumhaus zu wohnen. Ich weiß nicht, ob ich für immer in einem Baumhaus wohnen wollen würde, aber zumindest eine gewisse Zeit wäre das richtig cool. Ansonsten, was habe ich noch vor? Genau, Technik hat ja angefangen, mich wieder mehr zu interessieren. Genau, ich würde am liebsten halt ja, auch so eine Heilmethode entwickeln, die auch für Narzissten geeignet ist, weil dafür gibt es ja relativ wenig Forschung bisher. Oder selbst irgendwas, womit man Psychopathie heilen könnte. Und ich fände es voll interessant, auch irgend so eine Maschine zu erschaffen, wo man tatsächlich irgendwie erleuchtet wird, also die irgendwie macht, dass man DMT ausstößt. Ja, mich interessiert auch das Thema so
vierte, fünfte Dimension. Und das hängt ja, glaube ich, auch mit der DMT-Menge zusammen. Also ich bin mir da nicht sicher, das ist jetzt nur eine Theorie. Aber ich denke, das hängt miteinander zusammen. Und ich finde es dann voll interessant, irgendwie so eine Maschine zu erschaffen. Das Problem ist halt nur, das Material wäre ja dann nur aus der. Ja, keine Ahnung. Ich muss ja selber noch überlegen, wie ich das genau mache. Aber das wäre richtig, richtig cool. Also im Prinzip irgendwie sowas zu erschaffen, damit jeder solche Zustände erleben kann. Weil, keine Ahnung, ich finde es so voll krass. Weil je höher das Bewusstsein ist, umso mehr kann man ja auch so unglaubliche Sachen mit seinem eigenen Verstand machen. Also es kommt mir wirklich so vor, als könnte ich so teilweise, es kommt darauf an, wie arg das gerade ist, aber als könnte ich so meine eigenen Gehirnwellen steuern. Und damit halt auch teilweise so die Moleküle in meinem Körper und elektrische Ladungen. Genau, ich finde es cool, wenn es irgendwie jeder könnte. Und ich dann so ein der Gerät baue. Genau. Oh, eins meiner Träume ist auch, dass ich ein Meme wäre. Ich weiß halt nur nicht, ob mir das dann im Nachhinein irgendwann peinlich wäre und ich nur noch so denke, oh Gott. Weil, keine Ahnung. Aber es wäre verdammt lustig. Genau. Mich interessiert auch die Mars-Mission. Dazu habe ich mir auch schon so ein paar Gedanken gemacht, wie das irgendwie funktionieren könnte. Also, einer der Zuschauer hat mich ja ein bisschen auf Schauberger hier aufmerksam gemacht und seitdem denke ich so über alles Mögliche nach, was man von der Natur kopieren könnte in die Technik. Ja, und ich habe mir auch Gedanken zur Stringtheorie gemacht und irgendwie fände ich es auch voll cool, wenn ich da selber irgendwie auch ein bisschen mitwirken könnte, dass da irgendwie es neue Erkenntnisse gibt oder auch Thema Quantenphysik oder so. Und das Thema schwarze Löcher finde ich geil. Also irgendwie. Weiß nicht. Am liebsten wäre ich tatsächlich so ein irgendwie Art Universalgenie. Aber. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie man sowas managen könnte. Und, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da eine Methode finden könnte, wie ich das alles gleichzeitig irgendwie ausleben könnte. Wäre am liebsten, würde ich alle möglichen Berufe gleichzeitig tatsächlich machen. Also ich interessiere mich tatsächlich so für alles Mögliche. Und keine Ahnung. ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video so ein bisschen inspirieren. Euch ein bisschen so daran zu erinnern, was ihr eigentlich irgendwie machen wolltet. Was eure eigenen Träume sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.